Boah, das dauert ja ewig lang, ey. Ist ja übel. Die Ladezeit. Kriegen wir schon irgendwie hin. In einer Welt von Licht und Schatten, in der Wahrnehmung Wirklichkeit wird. Passieren Dinge. Besuch. Michi, einen wunderschönen guten Abend und natürlich auch alle, die mitgekommen sind, unter anderem der Daniel, der Sora und der Arno. Wie geht es? Wer hat gewonnen? Habe ich mein Geld verloren? Habe ich... Balu ist ein Gulaschbimser. Okay, muss man so hinnehmen, ne? Das ist jetzt ein Fakt, dass, ihr habt es gehört, das Internet hat immer recht. Ich habe Soras Ehre genommen und sie übelst bei Teddy verkauft. Also hast du gewonnen. Scheiße. Mann. Nicht gut. Gar nicht gut. Sora hat verloren, er wurde Dritter. Michi, warum bist du nicht Erster geworden? Ich habe 400 Bonbons auf dich gesetzt. Mann. Einmal habe ich dir vertraut. Und was passiert? Nix. Das ist doch scheiße. Nein, alles gut. Arno Erster, ich Zweiter, Sora Dritter, Daniel Vierter. Ja. Hätte da Arno nicht irgendwie die Hände verbinden können oder so? Weiß ich nicht. Musste das sein? Du hast doch eh Gewinn von mir, du Dreckskacknoob. Ach, selber Dreckskacknoob. Halt doch die Backen, Mann! Beruhigen Sie sich! Arno, natürlich vielen Dank für dein Resub. Das Hotel habe ich bereits gekauft. Was? Eigentlich schon alle. Zweiter Platz multipliziert deinen Einsatz um 1,5. Dann bin ich ja wieder auf 0. Ja, super. Na, fast. Okay, ja, seid gegrüßt. Wunderschönen guten Abend an alle, die mitgekommen sind, die fälschlicherweise hierher geschoben wurden und vielleicht etwas Spannenderes erwartet haben. Sagt mir endlich, wie ich den Nackedei-Kanal reinkriege. Wir kriegen ihn nicht! Ich erinnere mich an unsere Mario Party-Runde auf der Wii. Ja, das war schon speziell. Warum? Ich weiß es nicht! Ah, schön. Leute, seid gegrüßt. Wir gucken in Bayonetta 2 rein. Bayonetta 1 haben wir die Tage abgeschlossen. Bayonetta 3 kommt Ende des Monats raus. Da möchte ich mich nochmal storytechnisch, die ich nicht verstehe bis heute, möchte ich mich vorbereiten und mich dran gewöhnen, aufs Maul zu kriegen. Und ich habe die Horror-SFX herein. Ich habe die Horror-SFX immer noch drin. Mensch, muss ich mal rausnehmen. Bayonetta 2. Wir hauen rein und kriegen auf die Fresse. Ich werde mich über meinen Controller aufregen, ich werde mich über Gegner aufregen, ich werde mich über die Personen aufregen, die das verzapft haben, was da passiert. Da muss ich mal wieder BD40 draufpacken. Aber erstmal ist Cutscene-Zeit, ne? Von daher, guck mal zu. Beziehungsweise, ich muss, glaube ich, so ein bisschen rumhauen und danach ist Cutscene. Egal. Let's go. Wo bin ich? Ihr müsst für mich den Text lesen. Jawohl.
Immer drauf, immer drauf. Was? Ja, okay. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, warum die so einen Anzug da hat, aber... Wenn die das so will, dann kann die das so machen. Aber beim letzten Mal haben wir praktisch schon gegen Gott gekämpft. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie es noch ein bisschen schlimmer werden soll. Oh, guten Tag. Sehr spannend, was der Kollege da erzählt. Och nö. Ja, muss da mal gucken. Kann ich da währenddessen was gucken? Nee. Okay. しよしのい。共に果てることが私の使命なのだ。お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらばだ我が娘よ。 Moment, das knistert gerade wieder so ein bisschen. Hurra! Die Welt ist Chaos. So, kann ich irgendwo... Settings, Menü, Einstellungen, Ton. Das alles? Ah.
hoffe, das gilt auch für die Cutscenes. Wir werden sehen. Okay. Dann die Welt des Chaos. Let's go. Es ist sehr leer hier. Oh, ich bin eine Seele. Ich bin unterwegs und gucke mich um. Hier gibt es nicht viel. Da, 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 da. Hui, hui, hui. Und 30% Rabatt, Mensch. Muss mal gerade dieses Ding neu starten hier. Ist ja katastrophal. Ich weiß nicht, wo dieses Geknister mal herkommt. Nochmal bitte. ついてきたやつがなんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。いい加減にしろよ、ベヨネッタ。大体何足くっつかってんだ。お前はタコ勝つんだよ、まったく。あら、そんな口聞いていいの?この間の仕事、ただで引き受けてあげたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら?面倒な奴に貸しを作っちまったぜ。仮にも司祭として神に仕えてる奴が裏じゃ天使様をかたっ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。ったくちょうだじゃねえよ。おいおい、歩くの早えっておい、聞こえてんのかよ。危ねえのお前。魔女ってのは死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて一生苦しみ抜くって話やねえかよ。そんな奴がゴロツキどもの仏の始末はしてるだ。 傑作だね、まったく。どうも、どうも見てんだ、ボギー。いや、危ねえ。あ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ、帰りましょう。ちょっと待てよ。今日は俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。え?何を買うの?さあね。 おめえに余計なことを教えたらろくなことになんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれや。うわあ、だあって。いや、もういい。あら、ジェンヌ。最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。 ちょっと調べたいことがあってな。セレッサ、最近妙な感じがしないか。妙といえば妙ね。しがない情報屋が私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。うるせえよ。余計なお世話だ。何がセレッサだよ。おめえがセレッサなんて柄かよ。え? なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんてお笑いだぜ、まったく。何しに来やがったんだよ。お呼びじゃないんだよ。何すんだよ。気づいているとは思うが、
展開の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに、下の連中もな。続いて明るいニュース。本日いよいよ年に一度のクリスマスのデイパレードが開催されます。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々で既に溢れ返っています。 Ihr Hut? Zitoki! Otto, ich kenne. Hayato, Gastache, no Präsent, Kaneto, na. Quasi, Koto, Ato, da, Sakini Kairzo. Alles klar. なんと言ってもわかんないやつだな、こいつは。ジェット機だよ、ジェット機。ほら、羽があって空を飛ぶやつだよ。ビューンって。飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ。ほら、ガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。ほれ、ちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよ、あれ。わかったか？ この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな。クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。 Was wichtig tue. リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。 リボンはいらねえって。 Was ist das Kleid dreckig? Ach. Acceptance. Okay. お久しぶり。 随分と派手なご登場ね。 Ja, natürlich. Ja, das sind halt die typischen Cutscenes. Was soll ich sagen? Okay. Beautiful. Huh,
interessante Dinge sind bei der Ausschüttung passiert. Moment. Warte. Leute, Moment, das ist wichtig. Oder seid ihr gerade noch am Rechnen? Jeder hat Verlust gemacht heute, nur du hast ordentlich dazu. Michi! Das hast du alles sehr gut gemacht! Entschuldigung! Michi, ich habe doch keine Ahnung von Mathematik, du ganze Scheiß! Wie konnte ich nur an dir zweifeln? Entschuldigung! Okay. Ich war sehr verletzt. Entschuldige. Okay. Okay, ausweichen. Aber, Moment. Aua. Hält das? Okay, wird schon passen. Okay. Oh, ich habe kaputt gemacht, Frau 9. Okay, wir haben das Prinzip verstanden. Ein Heiligenschein, ja gut. Die Dinger kennen wir ja. Na und so. Vielleicht nicht die besten Kombo-Punkte, aber naja. チープなおもちゃは嫌なの。やっぱりあの女に関わるとろくなことはねえ。ちくしょう、なんでエンジが関わらねえんだよ。あいつにプレゼントを渡してやるとするか。お前はロダン、まさか冗談だろ。ようエンツじゃねえか。 Die Physik möchte gerne auschecken. Na dann, mach mal unartig. Umbra Climax für die Marienanzeige und letzte gesammelte. Okay. Ach Mann, ich wollte ausweichen. Greif mal an. Ha!
Oh, okay. Einmal alle weg. Sehr schön. Ah, die Kollegin. Guten Tag. Okay, ich kann jetzt quasi immer so einen Special Boost anmachen. Das ist natürlich praktisch. Ach, Mann. Aua! Muss mich da mal kratzen! Mann! Wieso geht das jetzt mal schneller? Boah, hat er nicht gemacht. Okay. Was ich jetzt sagen muss, es spielt sich schon mal schneller als der Vorgänger. Also so ein bisschen flüssiger. Who the fuck is this asshole? Einmal bisschen auf die Fresse. Tschüss. Oh. Ja. Ich sagte tschüss. Schön. Boah. Oh, Alter. Ja, natürlich. Immer drauf. Immer mitten in die Fresse rein. Putz. Yeah.
Was passiert nun? Nimm ihn, Wolli! Los! Guck mal, der Hausdrache ist wieder da. Was man halt sagen muss. Warte mal. Bayonetta 2 wurde ja nativ für die Wii U programmiert. Das Problem mit Bayonetta 1 war, es kam ja erst für die PlayStation 3 raus und wurde dann quasi nur zur Wii U portiert. Das heißt, das ganze Gameplay war nicht auf die Wii U ausgelegt. Es kann sein, dass daher die Steuerung vorher so ein bisschen clunky war. Es fühlt sich jetzt auf jeden Fall flüssiger an als vorher. Seraphim Patilda. Ja gut. Jeder braucht irgendeinen Beruf, ne? Immer drauf. In die Fresse! Was passiert hier? Ich meine, nur die gleiche Kombo, weil viel anderes kann ich gerade noch nicht machen. In die Fresse. Aua. Oh, fuck. War zu langsam. Oh, klar, wer eine Haustier nicht will, nimmt das nächste.
運命の剣じゃよ。敵を打ちたくはありませんか。私は君の敵を知っています。君の最愛の人の命を奪ったあの者。何？死んだ魔女の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。そして正気となって魔界をさまよい永遠に苦痛を味わい続ける。それが闇の住人と契約した者の掟だ。何の抗議？この店に魔界大学なんて看板出てたかしら。らしくないぜ。お前ほどの術者が 召喚術は識じることはまずない。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きたか。へっ、綺麗な死に顔だぜ。ええ、生きてる時はおっかねえやつだったが、こうなっちまうとやっぱりおっかねえな。わお。まだ死んでないわ。魔女の死。 それは魂が魔界の正気に溶け込んで完全に消滅した時だ。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。魔界への入り口、ゲイツオブヘル。止めるつもりはないが、言ったところで無駄かもしれないぜ。さてこれで少しは肉体の崩壊を食い止められるはずだ。 外すぜ。アンブラの魔女の心臓。お前たち魔女が生きるために必要な魔導器だ。外せば肉体の崩壊は免れない。そしてこいつがなければ魂を取り戻すこともできない。結界の効果は24時間ってとこだな。 エンツォ、プライベートジェットを用意してちょうだい。はあ？俺耳がおかしくなっちまったか？いやいやいやいや、そうじゃねえよ。おめえ何言ってるか分かってんのか？今日が何の日か知ってるか？ガキたちが俺のためにクッキーを焼いて待っててくれてるんだぜ。それにこのプレゼントも。プレゼントの配達よろしくね、サンタさん。はーい。さあ行きましょう。 冗談じゃねえよ。なんか変なんだよな。お前に関わるとろくなことがねえんで。おい、話せ、話せ、話してくれよ。頼む、お願い。Vom Leben gepickt. Wow. Krasse Übersetzung. Ja, ja. Okay. Silbertrophäe. Einer der letzten Silbertrophäen, die wir sehen werden. Kann ich irgendwo einkaufen oder so? Nein? Nein? Okay. Ich warte gerade drauf mit der Kamera, bis wir mal tatsächlich durch irgendein Level laufen dürfen. Aber Quickie, hast du recht. Also diese auf PC-Umsetzung sind halt die Vollkatastrophe, ne? Ich habe das bei Final Fantasy festgestellt. Das wurde irgendwann ja auch die neueren Teile, also 13 und sowas, und 12, wurden ja auf dem PC portiert. Und das ist halt eine mittelschwere Katastrophe, ne? フィンブルベトル。魔界にも天界にも通じるって言い伝えのある鉱山だ。魔界への入り口、その名もゲイツオブヘルは、その山のどこかにある。正確な位置は誰も知らねえ。
本当にあるのかどうかさ定かじゃねえ。だいたいあの山が神様みてえに崇められてるのは近づこうとする人間をことごとく拒むからだ。だってそうヤパン。本当やつがそんなんするのは当たり前。飛行機で近づいて墜落したやつの数知れねえ。まあ天国か地獄かどっちかに行けるのは間違いねえってことだ。 いい。いいゴミ分ね。人に操縦させて自分だけドリンクのサービス付きなんて。バカ野郎。飛行機借りるのだってただじゃねえんだぞ。代金はお前がスパイクのやつに払っておけよ。おお、何してんの！ Bayonetta 2. おい、あれだ、見えてきたぞ。あれが霊峰フィンブルベトルだ。噂を知らなきゃ綺麗な山だが、なんだか死にたい奴を呼び込んでるような不気味さがあるぜ。<笑>なんだ、急に曇ってきやがったぞ。 途中下車させてもらうわ。奥さんと子供たちによろしくね。なんだと？おい待て！ふざけるなよ！俺は操縦なんかできねえんだよ！ああ！ Oh nein. Das war knapp. Ja, und da können wir tatsächlich ansetzen. Mal die Cam anmachen. Gerade noch mal hier rein. Hat sich hier schon was ergeben? Der Ton ruckelt wieder. Jetzt geht's wieder. Junge, Junge, Junge. Ja. Quacks der Bruchpilot, ja, ey. So, allgemeine Information. Ihr seht hier ein Donation Goal. Das lasse ich mal bis Freitag laufen. Anyway, ob da was kommt oder nicht, ich hole mir den dritten Teil. Nur damit du Bescheid bist. So. Nutze die Fähigkeit des inneren Schneige und drücke zweimal. Ach, jetzt fängt die Scheiße halt wieder an, ne? Wäre halt schön, wenn die das einfach im Kampf abgestellt hätten, ne? Ups. Was haben wir hier? Horn des Einhorns. War das gerade Sonic-Ringe? Ja. So in etwa. Es wirkt aber echt so viel flüssiger. Das ist echt schön. Ich habe es ja schon mal gespielt. Es ist aber halt eine ganze Weile her. Ja, irgendwo hier muss Sonic sein. Dragora-Wurzel. Kennen wir alles aus dem ersten Teil. Sind quasi alles die Zutaten für Zeug. Diese sind Einwohner Nuatuns.
Solange ich in Purgatorio verweile, werden wir uns nicht in den Weg kommen. Ja, Purgatorio ist so quasi die Zwischenwelt, deswegen tauchen hier auch die ganzen Engel und der Shit auf. Ein neuer Anfang, ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Blätter. Aus Gründen, die ich hier nicht nennen möchte, habe ich mein Leben der Suche nach der Wahrheit über die Umbra-Hexen gewidmet. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass ich die besten Jahre meines Lebens geopfert habe, um dieser Story nachzugehen. Ich habe die Legenden, die von diesen Frauen zeugten, zurückverfolgt. Meine Nachforschungen führten mich nach Vigrid, einer von der Welt abgeschiedenen Stadt in den Bergen Europas, welche die Hexen einst ihre Heimat nannten. Ich selbst bin während meines Aufenthalts in Vigrid in eine unvorstellbare Situation hineingeraten. Doch da ich mit dem Gedanken spiele, in naher Zukunft ein Buch über meine dort erlebten Abenteuer zu veröffentlichen, bleiben die Einzelheiten darüber meinen zahlenden Lesern vorbehalten. Meine Faszination für die Hexen schwindet nicht, ganz im Gegenteil. Mir kam eine weitere Geschichte zu Ohren, die meine Neugier weiter entfachte. Daher habe ich keine andere Wahl, als mehr über den wahren Ursprung der Mächte der Weisen und der Hexen in Erfahrung zu bringen. Ich wurde immer unruhiger und verlor ich mich immer weiter in meinen Nachforschungen. Und so dauerte es nicht lange, bis ich den Ort ausfindig machte, über den ich immer wieder in den alten Schriften gestolpert war. Eine kleine Hafenstadt an einem Berg gelegen, ihr Name Noatun. Ich war keine 5 Minuten dort und war schockiert, Beweise zu finden, die meine Theorien bestätigten. Was für ein unvergesslicher Moment. Meine Augen erblickten nichts Geringeres als die Statuen der mir mittlerweile mehr als vertrauten Hexen und Weisen. Statuen, die selbst denen in Vigrid in nichts nachstehen. Weiß Bescheid. Ja. Das haben ja alles Memoiren der Reisenden. Eines Reisenden. Okay. Kann ich hier auch weiter? Nein. Achso. So. Höllendämonen. Eine monströse Kreatur aus dem teuflischen Johannesforst. Dieser wütende Dämon in Drachengestalt betrachtet alles, was sich bewegt, als Beute, die er gierig verschlingt. Er ist als Einzelgänger bekannt. Labolas. Als treuer Haushund landete er mit etwas Pech direkt in der Hölle. Doch er trug ebenso viel Glück und Überlebensinstinkt in sich, sodass er sich in seinem neuen rauen Umfeld schnell akklimatisierte und seiner nicht unterschätzenden Höllenmacht auswuchs. Seine herausragenden Jagdfertigkeiten brachten ihm den Ruf des gnadenlosen Schlechters ein. Haben seine scharfen Eckzähne sich erstmal in seine Beute verbissen, lässt er nicht ab, bis der letzte Atemzug ausgehaucht ist. Madame Butterfly. Ein Dämon in Gestalt einer Frau, die diese Welt unter bedauernswerten Umständen verließ und in der Hölle wiedergeboren wurde. Ihr bildschönes schmetterlingsgleiches Erscheinungsbild trügt. Sie ist außerordentlich brutal und sogar bei den Bewohnern von Inferno berüchtigt. Wer seine Seele an sie verkauft, erlangt im Gegenzug enorme Kraft und Weisheit. So, was haben wir noch? Dämonen. Bin ich schon Dämonen begegnet? Nö. Engelschöre der Laguna. Acceptance. In der Hierarchie der Engelschöre zählt Acceptance zu den Engeln der dritten und somit niedrigsten Sphäre. Acceptance zeigt sich dem Sterbenden als geflügelter Zentaur mit leuchtenden Schwingen. Er ist das Symbol des Todes und der Akzeptanz. Zahlreiche Legenden besagen, dass Acceptance mit den Seelen der Toten auf dem Rücken davonreitet, ganz gleich ihrer Taten. Und ohne in ihrem Flehen um eine zweite Chance Gehör zu schenken. Believe! Belief ist eine der Mächte der zweiten Sphäre und gehört zu dem sechsten Chor der Engel. Seine robuste Statur und Größe machen aus ihm einen perfekten Befehlshaber an vorderster Front im Kampf gegen die Mächte aus Inferno. In vielen Legenden wird er aufgrund seines enormen, schlangenähnlichen rechten Arms als abscheuliche Kreatur dargestellt. In Wirklichkeit dient sein Arm einer Art göttliche Peitsche, mit der er das Böse durch seinen unerschütterlichen Glauben läutert. Weiß Bescheid. Metroid, Matti, einen wunderschönen guten Abend. Sei gegrüßt. Alles fit. Alles fit im Schritt. Alles lose. In der Hose. So, Engelshymnen gibt es wahrscheinlich auch wieder ein paar. Ich werde wahrscheinlich wieder nur die Hälfte kriegen. Aber egal. So, weiter. Hier, wir machen ja alles kaputt, ne? Also ich sammle halt all möglichen Scheiß ein. Kann ich schwimmen? Ich kann unter Wasser laufen. Aber nicht weit. Gucken wir mal, ob es irgendwas gibt. Nach der 10. Nachricht kriege ich eine Begrüßung?
Ah, da hinten. Entschuldigung. Entschuldigung. Die zweite regt die mal nicht auf. Die dritte. Entschuldigung. Beruhigen Sie sich. Ich hab noch nie ins Wasser geguckt. Gibt's hier irgendwas? Scheinbar nicht. Scheinbar hat sie einen langen Atem. Einfach zwischendurch mal aufsteigen, man weiß ja nicht. So. Aha! Mal ein bisschen gratis Gold. Jetzt muss ich ja doch mal umgucken. Hab ich früher nicht gemacht, deswegen habe ich das nicht gefunden. Hier hast du direkt so ein Ding? Ja. Dat. Ein gelber Mutlutscher. Ja, super. Freue ich mich. Sehr schön. Ich hoffe, er schmeckt nach Zitrone. Einfach mal ein bisschen genauer umgucken. Irgendwas kaputt machen? Nö. Nani? Ja, ja. Kamera, mit der Kamera umsehen. Guck mal, wir sind halt Schmetterlinge, ne? Sieht doch schon fett aus. Kamerasteuerung ist auch, ist mir ein Rätsel, ne? Ich kann nach oben gehen, ich kann aber nicht wieder runter. Weißt du, ich laufe jetzt mal ein paar Meter, ich bin wieder dahinter. Ich drück nach oben. So, nach oben. Okay, ja, so links, rechts geht. Ich drück nach unten, die Kamera geht nicht wieder nach unten. Ich glaube, ich kann das maximal mit Drücken irgendwie machen. Lila Zauberlutscher. Wir nehmen ja alles mit. Mal weich. Ja, ja, Zurückstellbutton gibt's. Ich kann einmal in die Mitte drücken, dann geht er wieder auf Standard. Aber trotzdem erscheint mir das so. Weiß ich nicht. Also. So, Kamera frei bewegen heißt für mich, ich kann auch den Winkel einstellen. Ich kann halt nicht von hier wieder zurückgehen. Ich muss immer drücken. Ist ein bisschen schade. So, ich weiß halt nicht genau, wo wir hin müssen. Ich würde mich hier gerne einfach umsehen und alles kaputt hauen. Lass mich mit dem Gamepad in Ruhe. Einfach alles kaputt. Sind wieder Vögel? Oh, guck mal, das noch. Zutaten! Die brauche ich. Ah, nee, das war direkt Heilung. Na gut. Braucht das bestimmt alles noch. Ich mache das jetzt kaputt und am Ende brauche ich das im Kampf. Ist nichts.
sagt er, ja, ich muss, hallo, ich bin hier auf dem Weg ins Schattenreich, um das One Piece zu finden. Also ich weiß nicht, was du willst. Um der Allerbeste zu sein. Und das, weil meine Schwester zum Dämon geworden ist. Und weil Engel die Welt angreifen. Ich verstehe das Problem nicht. Was ist hier? Zum Special Zeug, ne? Die Fort Muspelheims, das ist halt. Das sind diese Special Dinger. Ja, am Anfang kriege ich vielleicht noch hin. Und ja, die 7 Dragon Balls sind das One Piece. Ja. Weil einfach nur ist, gewinne derzeit. Bekomme Muspelheim. Geburtsstätte und Tummelplatz wahrhaftiger Krieger. Kannst du deine Fähigkeiten in allerhand schweren Kämpfen messen? Erringe Siege und verdiene dir seltene Belohnung. Wer verliert, wird nicht bestraft. So kannst du die Herausforderung daher so oft wiederholen, wie du willst. Okay. Na toll. Was muss ich tun? Besiege den die Gegner vor Abbruchzeit. Okay. Oder meinst du, das war der Zufall, dass Kapitel 69 zwei neue Bälle eingeführt wurden? Sowas nennt man auch Trainingsraum. Tatsächlich ja nicht. Du kriegst da wenigstens noch was dafür. Zweites Hexenherz. Cool. Nice, okay. Ab einem gewissen Punkt werden wir diese Herausforderung nicht mehr schaffen, weil ich zu doof dafür bin. Aber am Anfang gehen die, glaube ich, noch. Kicke mal. Ah. Gut zu wissen. Das war wohl erfolgreich. Ja, gut. Aber ich muss halt unten durch dieses Glitzertor. Aber ich mache natürlich hier auf der Seite auch nochmal alles kaputt. Soweit ich kann. Aber aus Prinzip. Ich belebe die Wirtschaft, indem ich alles kaputt mache. Lass uns ein paar Existenzen zerstören. Was soll ich denn da erst sagen, wenn ich in 10 Jahren zum Spiel komme? Ja gut. Da kannst du schon behaupten, dass es ein Retro-Game ist und einfach sagen, ja, die Retro-Games damals, die waren einfach ein bisschen schwieriger. Es können ja überall Sachen versteckt sein. Muss man ja mal gucken. Oh Gott. Halt! Nein! Fuck. So tief wollte ich gar nicht. Okay, aber gab scheinbar keinen Schaden. Nee, gut. Ja, dann, wie gesagt, haben wir alles kaputt gemacht. Ich hab noch nie jemanden so elegant absaugen sehen. Ja, ist echt so. Einfach dieses. Tod. Ja, moin!
Was das? Der Fahrschein auf der anderen Seite des Portals weiterzugehen. Das Portal ist vermutlich Teil eines Spezialzaubers, der durch bloßes Berühren aktiviert wird. Berühren. Ah, schön. Ein Eichhörnchen. Oh, sind die Auszahlungen jetzt schon durch? Hi, habe ich gewonnen? Was ist da los? Also. Eigentlich will man ja nicht absaufen, aber wenn, dann muss schon... Ja, klar. Schlumpf, Scham und Melone. Was haben wir hier? Fragmente der Erinnerungen. Berichte über seltsame Ereignisse finden immer wieder ihren Weg in unseren Alltag. Flashbacks von Orten, an die man eigentlich keine Erinnerung haben kann. Ein Kind, das plötzlich in fremden Zungen redet oder eine Stimme im Kopf, die vor unbekannten Gefahren warnt. Die Liste des Unerklärlichen ließe sich noch beliebig verlängern. Es heißt, dies geschehe, wann immer Menschen auf Fragmente von Erinnerungen stoßen, die von Gott auf der Welt hinterlassen wurden. Der Gott der Menschen besaß Augen, mit denen er alles sah, was auf Erden geschah. Sie gaben ihm die Fähigkeit, das Schicksal derer zu erkennen, die er betrachtete, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. All das, was sie ausmachte. Gott liebte die Menschen, doch er begann sie zu bemitleiden. Er versuchte, alle Einzelheiten ihrer vergänglichen Existenz in seinem Gedächtnis zu erfassen, fast so, als wolle er sie auf Zelluloid bannen. Doch tat er dies so oft, dass er selbst sie schließlich vergaß. Die Fragmente seiner Erinnerungen aber blieben auf der Erde zurück. Man kann sie nicht sehen oder fühlen und trotzdem können diese Fragmente überall sein. Man könnte direkt auf einer Erinnerung Gottes stehen und dies nicht bemerken. Jo, das klingt fisch. Selbst wenn ich nach unten drücke, kann ich nach oben gucken. Schauen wir hier. Die versiegelte Zeit. Manchmal stolpert man über etwas, das schon lange als verloren galt, nur um zu bemerken, dass es vollkommen unberührt an einer Stelle weilte, an der es vermeintlich verloren ging. Fast so wie die Ruinen einer Stadt, die in vulkanischer Asche eingeschlossen vom Verlauf der Zeit verschont blieben. Manchmal werden diese Ruinen zufällig von spielenden Kindern entdeckt. Als ich in Nuaton ankam, führten mich meine Nachforschungen zum Hafen. Dort offenbarte mir ein Fischer folgende Legende. Einst gab es eine verheerende Springflut, die sich über die Stadt ergoss und Teile des Fundaments wegspülte. Das Wasser der Flutwelle sammelte sich in Höhlen und Becken, die noch heute als Stadtbild prägen. Überall in der Stadt waren so verborgene Wasserreservoirs entstanden, in denen man noch immer Statuen von Hexen und Weisen und Statuen ihres Gottes finden kann. Ich würde diese Ruinen gern näher untersuchen, bevor sie ganz zerfallen, doch das Wasser ist mir zu dieser Jahreszeit zu kalt. Eine gewisse mir bekannte Hexe würde sich diese Gelegenheit ins eiskalte Nass zu springen, aber sicher nicht entgehen lassen. Vielleicht schaffe ich es ja, hierher zurückzukommen, wenn es etwas wärmer ist. Ein Kurzurlaub hat noch keinem geschadet. Der Plan steht. Ja gut. Also diese Kameraführung geht mir exorbitant auf die Nerven, ne? Da muss ich jetzt mal... Da ist was, ich will das haben. Wie komme ich da hin? Muss mir das durchkloppen. Da vorne ist das Loot. Ich will Loot. Ich muss mich doch wieder hauen. Alter. Geht's euch zu gut?
Hör mal. Oh, Silbermedaille, oh, Scheißdinger. Das kann dauern. Noch ein Stück Hexenherz. Hexenherz, Hexenherz. Da muss noch so ein Ding. Jawohl. Sehr schön. Wer benutzt schon Treppen? Ein Lutscher. Okay. Das ist noch so ein Ding. Ah, schaffe ich das wohl? Wer weiß. Ich will das nochmal so. Oder? Okay. Aufgabe. Du kannst nur während Hexenzeit Schaden zufügen. Das fängt original die Scheiße wieder an, ey. Diese Kacke mit dem Panther, ne? Aber geht. Eine Mondperlenhälfte, jawohl. Eine extra Magieleiste. Am Anfang gehen die Missionen noch, später wird das echt unangenehm. Aber dieses Panther-Dasein im Kampf, ne, ist... Ich weiß gar nicht mehr, wie kommt man anvisieren? Oh, was auf Z? Ja. Und noch was? Kann ich nach oben gucken, das stört mich so sehr. Okay. Nur irgendwas auf irgendeiner Statue übersehen oder so. Wir werden es nie erfahren. Guten Tag! Okay, sonst ist hier nicht viel. Sonst ist hier nicht viel los, wollte er sagen. Ja, machst du nicht.
cool. Liegt bestimmt am Rücken. So, ja. Können wir mal gucken, ob wir was einkaufen können. Das wird das, glaube ich, zumindest wieder sein. Gute Aufläufe soll man nicht ablehnen, ne? Der hat gute Laune. Dem geht's gut. So, wir gucken mal, was es generell im Angebot gibt, wo es sich vielleicht als erstes lohnt, drauf zu sparen. So, okay, das sind die Sonderangebote quasi. Waffen, wahrscheinlich nur extra Versionen, die haben wir jetzt noch nicht. Zubehör. Zubehör interessiert mich. War das das? So, wenn man Schaden kriegt, wird das automatisch aktiviert. Das möchte ich instant haben. Oder die Schmetterling. Das klingt eigentlich auch sehr gut. Also ich glaube, wir werden am Anfang einfach nur drauf sparen, irgendwelche Sachen hier zu kaufen. Provokation ist gegen seine Lebenskraft aufzubauen. Okay. Rosenkranz des Bösen. In der Gefahr erfolgt automatisch ein Gegenangriff. Nichts, es ist eine sehr stark erzerrte Emotion an und Hexenzeit unmöglich. Das ist ein bisschen sad. Leidensblick. Der Träger zieht ihren Zorn auf sich. Prämienhammer. Aus einem Land des Ostens stammt dieses seltene Artefakt, erschaffen von der galanten wie diebischen und einsamen Hexe Okuni. Wer sein Leben mit Schurkerei bestreitet, braucht auf Raubzügen nur dieses Frachtschiff zu tragen, um verborgenen Reichtum zu offenbaren. Hinweis: Sofern ausgerüstet hinterlasse Folterangriffe, besiegt die Gegner besonders viele Items und Heiligenscheine. Also ich werde zuerst wäre ich für das Ausweichdingen, ne, ein bisschen Schaden und direktes Hexenzeit aktiviert. Und im Anschluss führt tatsächlich den Prämienhammer. Mond von Mahakala. So, Techniken gibt es halt auch wieder diverse. Würde ich mir aber aufsparen. Also 60.000 Punkte to go. Huh!
Aha. So. Weiter geht's. Wer hat Bock? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Paus Maul. Immer schön Zutaten mitnehmen, das ist wichtig. Das brauchen wir später. Auch im Müll wühlen muss mal sein. Was war das? Na klar. Ja, moin. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwas Cooles, aber... Komm ich hier vielleicht hoch? Warte mal. Mahlzeit. So, sind wir da? Nein. Da ist aber auch nichts drauf. Heilung, schadet nix. Wie gesagt, nehme ich jeden heiligen Schein mit, den ich hier kriegen kann. Machen wir alles kaputt. Esplanade der Kaskaden. Und ist was? Was ist das? Sieht ja aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins des Grauer Vorzeit. Muss alle Scherben einsammeln, sondern das Gedächtnis der Zeit wirkt. Oh, Kacke. Hahaha. Innerhalb von einer Minute. War das letzte? War das letzte? Das letzte nicht. Was ist es? Nicht doof? Nochmal. Ja, genau. Eins. Zwei. Drei. Vier. Es werden vier angezeigt, aber das fünfte ist da in der Mitte unter der Brücke. Ja, ja. Wollt mich verarschen?
Ja, ja. Cool. Halt noch mehr für die Sammelleidenschaft, ne? Hier auch nochmal so ein Ding. Moneten, ja gut. Nein! Ach! Es ist Yugi! Er hat einen Millenniumsgegenstand. あれ?俺の姿が見えるの?楽しませてもらったわ。小さな魔術師さん。へえ。それじゃあショーのクライマックスを飾ってもらおうか。この野郎。 チップが欲しかったらもう少し腕を磨かないとね、坊や。お前、何者だ?不思議の国に迷い込んで、トランプの兵隊にいじめられそうな、か弱い女の子よ。ふざけるな!お前どうして俺の姿が見えるんだ?坊やと同じ場所にいるからよ、プルガトリオにね。プルガトリオ? それより坊や、さっきフィンブルベトルがどうとか言ってたわね。お前には関係ねえ。いいか、俺の邪魔はするな。今度はこいつで消してやるからな。まあ怖い。そのジョーカーみたいになっちゃうの? やべえ、騒ぎすぎて見つかったか? Die Kavallerie schon wieder. Reiner! Matsch! それで全力。
Wie viele noch? Alter. Immer so einen Moment zu früh. Ja. Alter! Viel zu lange dauert. Wir kriegen jetzt eine Lanze oder was? Oder Schwerter. Einzug der Gladiatoren. Ja. Können wir uns gleich einmal abholen. Den Zugang haben wir hier direkt. Aber vorher gucke ich noch, was das da ist. Kriege mal aber schon eine längere Herzleistung und die wird diesmal sogar aufgefüllt, wenn du das kriegst. Wie gut. Ach, geht mal noch mehr. Endet. Wie das Testament, wer diese Glocke läutet, wird mit dem unerwarteten Wohlstand gesegnet. Okay, ist irgendwas, irgendein Nutzgegenstand. Das ist... Ausrüsten. Behalt die mal, ne? Gut. Das wollte ich gar nicht. Danke. Guck mal, was er für eine schicke Waffe hat. Dann machen wir eine kurze Pause. Ich glaube, das konnte die im alten Teil auch. Ich habe es noch nie benutzt. あの街にもそんなものが転がっているとはな。天使どもの断末魔を封じ込めたレコード、天使の歌声がその音色を聞かせてやれば、魔界の荒くれ者どもが舌なめずりして寄ってくる。ちょうど今仕上げにかかってるブスがいくつかあるから、そいつらを完成させるのに好都合だ。あ、ラスマホン。星な。一仕事してきてやるぜ。 Clownshow hier oder was? Ich weiß nicht, was er da drüben macht. Aber es scheint sehr anstrengend zu sein. Rakshasa. Neuer Artikel in Torzölle. Einer von Rollins Schätzen ist eingetroffen. Lass dir das neue Hexenparfüm Umbra Eleganz Rakshasa nicht entgehen. Na, was kostet denn der Spaß? 30.000 dafür, dass du ein bisschen anders aussiehst, wenn du die Waffen hast. Wahrscheinlich gibt es noch eine Alternativversion. Ja. Gut, aber wir sparen. Wir sparen.
Kann ich damit denn noch alles machen? So, dann los ins Kiegen. Ich mach das mal auf das B-Set. Wobei, nee, wenn man hier lasse ich. Kann ich das diesmal auf beides machen? Nur die Sonderausführung ist auf Arm und Bein ausrüstbar. Okay. Okay, da ist Waffenwechsel. Ja, doch. Nice. Das finde ich echt cool. Dafür liebe ich diese Hack-and-Slay-Spiele, ne? Das sind einfach Waffen, die so absurd overpowered wirken. Sie sind es ja nicht mal. So im Vergleich zu den Gegnern, aber... Und jede Waffe, die du neu kriegst, ist ein Erlebnis. Die Bank kaputt machen. Guck mal, wäre sogar ein bisschen Heilung noch gewesen. Samen anderen. Ich guck mich hier erstmal rum. Hier noch irgendwas? Nee. Oben noch irgendwas? Da darf ich nicht hin. Okay. Hier noch irgendwas hinter. Hat er auch gern mal gemacht. Nee. Dann. Oh, was steht denn hier drin? Sonderbare Reliquien. In Nordhun finden sich die Ruinen zahlreicher Reliquien. Viele von ihnen sind lange schon zerfallen. Trotzdem spricht man diesen Ruinen noch immer eine spezielle Verbindung zum Gott des Chaos zu. Die rampenähnliche Skulptur vor der Basilika soll ein geheimer Pfad sein, der einst zum Reich Gottes führte. Das zumindest hat mir ein alter Kauz erzählt, den ich auf den Esplanaden der Kaskaden traf. Er meinte auch, dass Auserwählte in der Lage waren, an ihr emporzulaufen. Zugegebenermaßen ist der alte nicht die glaubwürdigste Quelle, aber man nimmt, was man kriegen kann. Er muss jedoch sofort durchschaut haben, dass ich ein Tourist bin, so genau wie ich mir alles ansah. Vielleicht lässt sich durch diese Skulptur ja die Schwerkraft kontrollieren. Würde ich doch nur einen Nachfahren dieser Auserwählten kennen. Ich würde nichts lieber tun, als ihn zum Thema zu befragen. Ja, well. Ja, da sind schon nice. So, kann ich denn... Ich kann aber nicht im Miiverse posten. Damals, wisst ihr noch, das Miiverse. Das große neue Ding. Ja. Kurze Pause und dann machen wir Schaschlik aus den Gegners. Bis gleich. Und hallo, willkommen zurück. Mir war so, als hätte die Musik gerade ein wenig geknistert wieder. So. So, wir haben jetzt zwei schicke Schwerter. Und damit werden wir jetzt mit Sachen kaputt kloppen. Kann ich bitte einfach... Aha. Wenn ich mich dem Artefakt nähere, kann ich spüren, dass meine Zauberkräfte wie beim Mondschein steigen. Aha. Mich würde es nicht wundern, wenn ich dank seiner Macht die Schwerkraft sogar bei Tageslicht kontrollieren könnte.
Let's go. Oh. Och nö. Auch er nun wieder. Und an dasselbe Band geladen, Kapanon Kyris. Das sah ohne, wie du das sagst. Schott, namaikina Boya, nara, atschie, itta, jo. Zuri, Noan Karanzan, Karma Kyris, Fuji, Rao, Fox. Bla bla. Das ist deine Meinung? Cherub der Erste, das wäre Valence. Oh, der wird doch bestimmt richtig nervig. Muss er sich immer sein Schwert vors Gesicht halten, weil er sonst nichts sieht, oder wie? Fresschen! Oh. Ich scheine da sehr viel Spaß dran zu haben. War okay. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Fangen alle Umbra-Krähen ein, die sich in den Stempel fürs Miiverse. Ey, ich bin begeistert. Ey, was anderes wollte ich nie. Halt die Schnauze da unten! Ohne einen einzigen Gegentreffer. Ach, hab's geschafft. Man kann auch Spaß haben, wenn das mal. Wenn man nicht durch die Technik begrenzt wird. Hallo, deswegen lief doch super. Mensch. Das war doch. Also, geht doch fit. Noch die beste Technik, ey. Swing!
So. Ja, Ruhe da. Schrei nicht so rum. Hier unten gibt's nichts, ne? Ein Megakräuterlutscher. So. Warte mal, jetzt kann ich sogar hoch und runter. Liegt der auf irgendwas drauf? Ist das Schwert auf dem gelandet oder was? So, komme ich von hier aus da drauf? Okay, dann muss ich gleich gucken, dass ich da anders. Ey, Mondperle. Nice. Ein extra Magie-Ding. Cool. Oh nö. Cashet and Compassion. Okay. Der Rest. Blitz. Eine oder zwei habe ich mitgekriegt, ey. Ja. Schreit er da immer noch. Ich guck mich erstmal um. Scheint es hier nichts zu geben. Kann ich den Spot kann ich nicht kaputt machen. ハム。お前が散らかしたゴミだろ。それが人にお願いをする態度? 怖い天使にお仕置きされるわけね。うるせえ。仕方ねえ。取引だ。俺を助けてくれたらフィンブルベトルまで道案内してやってもいいぜ。お前が一緒なら俺も山へ行くのに都合が良さそうだ。いい坊や。取引っていうのは自分が優位に立った時にするものよ。取引できるのは私。切り札は私の手にあるのよ。 無駄だぜ。その待てよ。案内する前にお前に一つ条件がある。俺は。言ったでしょ。取引は優位に立ってからするものだって。まずお前はやめなさい。レディに対して失礼よ、坊や。だったら坊やもやめな。いいか。俺にはロキって名前があるんだ。あ、そう。自分も名前くらい名乗ったらどうなんだよ。おい。 Gnädig
Wow. Bayonetta ist eine Frau, die weiß, was sie will. Mal gucken, dass ich hier nichts übersehe. Wie hier zum Beispiel. Oh, da Leute. Die atemberaubende Basilika im Zentrum Nortuns ist mit Würde gealtert. Ganz so, als wäre sie vom Verlauf der Zeit verschont geblieben. Auch ihr emotionaler Wert hat keineswegs abgenommen. Die Bewohner der Stadt besuchen die Basilika täglich zum Gebet. Auch Hochzeiten und Trauerfeiern werden dort regelmäßig abgehalten. Gerüchte besagen jedoch, dass sie einst einem völlig anderen Zweck diente. Von Gott Auserwählte besuchten die Basilika auf ihrer Pilgerfahrt zum heiligen Berg Fimbulvetr, um sich in den Gewässern dieses geweihten Ortes zu reinigen. Der Pfad zum Gipfel ist lange verloren, doch das Weihwasser läutert noch immer alle unreinen Seelen, die in ihm baden. Und nachdem ich ein perfektes Paar Schuhe im Wasser ruiniert habe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass zumindest meine Füße bis an mein Lebensende ausreichend geläutert sind. Sie will also einen kurzen. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Schade. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Auch nicht. Na gut. Ach, ist gut, okay. Na gut. Ich hole mir gerade mal das Ding hier. Hexenrezepte. Ein Pergament mit Rezepten für Brauerzeugnisse. Dann dazu dann Items brauen. Eintrag Nummer 1. Als ich ein paar von den alten Protokollen und Unterlagen im Arbeitszimmer meines Vaters durchforstet habe, bin ich in allem Anschein nach auf einige Hexenrezepte gestoßen. Nicht vergessen, Engagement zeigen und alles alphabetisch ordnen, fiel mir gerade so ein. Es wird wohl etwas dauern, bis das hier alles zu katalogisieren, aber nach dem, was mein Vater sagt, geht es hier wohl um Alchemie. Materialien, die in den verschiedensten Verhältnissen miteinander kombiniert werden, ergeben vollkommen neue Items. In dem gerade mir vorliegenden Abschnitt geht es um einen speziellen Zaubertrank aus dem Extrakt seltener Kristalle und Edelsteine. Es sind noch ein paar Bilder dabei. Wenn jemand hier beschriebene Materialien sammeln würde, könnte man testen, ob die Rezepte tatsächlich etwas mit Hexenkunst zu tun haben. So und so könnten wir jetzt anfangen, Sachen zu brauen, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Zaubertrank, es gibt frischen Zaubertrank. Oh, ja, schön. Hier? Nö. So eine Schätze. Wo mache ich das? Wie komme ich denn auf die andere Seite? So kann ich nur links und rechts blättern. Achso, ich muss da rauf gehen. Ah, okay. Gut. 10 davon. 10, 10, 10. Dann kann ich mir irgendwie mehr Geld erschnorren oder was? Ja, langsam. Eins nach dem anderen. So, machen wir den hier kaputt. Sehr schön, haufenweise Material. Warte mal hier. Eins, zwei, drei, vier. Ja gut, das ging ja. Ah, aber Glück, dass das so einfach geht. Wird noch schlimmer. Mach ob!
Es gibt mal wieder ein zerbrochenes Hexenherz. Sehr schön. Sehr schön. Das ist die Einführung, das ist wie gratis, ja. Leider war. Gelber Mondlutscher. Sehr gut. So, du bist in der Mitte schon wieder, du willst wieder Stress, ne? Das, ja. Ich guck mich hier erstmal um. Halt die Klappe. Ich mach das auf meine Weise hier. Ist irgendwas? Nur Kunst, ne? Nur Kunst. Alter. Noch wer? Ich muss sehr fragen. Urban, Tugend der zweiten Sphäre. Was geht? Aber okay. Ich finde den Stab zwar cool, weil er immer so Flächenschaden macht, aber ich probiere mal die Boxhandschuhe aus. Hallo, da können wir mal einkaufen, will ich aber erstmal nicht. Wie gesagt, wir sparen auch Geld. 60.000 haben wir jetzt. 100.000 brauchen wir. Er will wohin? Er will darüber. Oh ja, schön. Alter!
Schreibt doch nicht so. Oh. Okay, Secret Gegner gibt es hier scheinbar auch. Money, sehr schön. So, ist noch irgendwo was? Halt die Backen da hinten, ich komme ja schon. Lange Gassen, immer schlecht. Sache ja. Was geht? Jordan Jane, oh mein Gott, ich bin ein guter Date, und ich bin ein guter Date. Moment mal, ich muss aber nachgucken. Auf was habe ich denn meine Lutscher liegen? Auf rechts sind die Heilung. Immer in die Fresse. Bisschen platt treten. Kommt auch immer gut. Meine Kombos sind halt echt trash. So. Ich hab eine Kombo und es ist immer die X. Immer X. Alles, was schnell ist. のものって何のこと？忘れちまったね。いって。まあいいわ。それより坊や、あんまり私の足を引っ張るようなら契約解消よ。あいつらとことを構えるなら、自分の身くらい自分で守りなさい。なんだと？
舐めるなよ。カード遊びならもう飽きたわ坊や。こんなことまでできるのね。まあこれなら足を引っ張ることもないわ坊や。しばらくここでおとなしくしてなさい。いかがでしょう、君の仇に間違いありませんね。あの顔、忘れるものか。Who the fuck is this asshole?Ey! Nochmal Silber, Mensch! It was a booby trap. Die stärksten der Umbra. Ah ja. Ein geheimer Pfad, der von der Kapitelauswahl direkt in Rolands Tor zur Hölle führt, hat sich aufgetan. Der wird hinterm Mantel, ja.70.000, wir gehen noch nicht shoppen. So, vielleicht machen wir noch ein Kapitel, dann ist für heute gut. Je nachdem, wie lange es dauert. Kennen wir doch. Koiza Ume no Akaito no Omichibiki kana? Bingo!Funktioniert halt nicht. Frurl to Lalene. Sono Kaori wa Nerine. Mata no na wa Diamond Lily da. Nerine wa Umi no Megami no Namae ni Yurai suru.Ist halt Spider-Depp. Kono machi ni pittari da. Luka! Neko atsukai suru nja ne. Ore no na wa... So, Luka da. Was ist das für eine Hose, Mann? Bayonetta. Aikawarazu ne. Doko de mitsuketa no ka, henna megane made kakete. Koitsu ka?日本で見つけたうまい酒を手土産にローダンに頼んでちょっとな。それより勘違いするなよ。お前を追いかけてきたわけじゃねえ。今回はな。お前についても謎はたくさんあるが、まあ女ってのはどいつも謎だらけさ。ともかくお前がここにいるってことはどうやらこの町は当たりだったようだな。何の話かしら。おいおい、とぼけるなよ。500年前に絶大な力を振るったルーメンの賢者とアンブラの魔女、それぞれ光と闇を司る世界の目で世界を観測し、創造主として君臨していた一族だ。だが俺は突き止めたのさ。その世界の目が人間に与えられる前は本当の創造主が持っていたものだと。混沌の神と呼ばれたこの人間世界の神様かな。
混沌の神。俺の調べではここノアトゥーンがその神様の住んでいた町だって話だ。だから三位一体世界のそれぞれをつなぐ扉がここにあるわけだ。天界への扉ヘブンズドアと魔界への扉ゲイツオブヘルがな。聞いたぜ。お前ジャンヌを。なんだ。お前羨ましい。いや、恐ろしいところに嫌がるな。ペットを連れて旅行か。この町でお友達になっちゃってね。小さな道案内人ってところか。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。もう少し調べたいことがあるんでな。首を突っ込みすぎて痛い目に遭わなきゃいいけど。俺はこれが効くからな。俺のことより自分を心配しな。はっ。だっちゃー。I got it up. Wow. Just wow.Mich eigentlich hin. Ja, in der Tat. Das Boot kann ich nicht kaputt machen. Gut, was darf ich diesmal machen? Du kannst nur mit gegnerischen Waffen Schaden zufügen. Das ging ganz gut. Yeah. Vom Kombos kriege ich halt nur Gold. Welche Kombos hätte ich denn machen sollen? Ich habe doch nur die eine Waffe. Was war da jetzt die Erwartungshaltung? Oh, ein Mega-Rosenlutscher. Schön. Jetzt hier wieder geheime Kämpfe. Oder so. Was sind hier? Muss ich denn hin? Ah. Was bist du denn? Enrapture, Erzengel der dritten Sphäre. Ja, hurra. Ha ha ha!
Und rein in den Schredder. Tschüss. Jetzt rennt der Burp wieder weg. Na, könnte bitte ganz kaputt gehen? Dankeschön. Also hier wird mir noch mit Heilgegenständen zugeschissen. Später kriegst du einfach nichts mehr. Die Frage ist jetzt, gehe ich jetzt erstmal da runter? Ich gehe jetzt erstmal da runter. Oder komme ich dann da hinten wieder raus? Aber hier kann ich nicht rein. Ich gehe mal eben da unten weiter. Ich weiß nicht, wo ich da lande. Wir werden es rausfinden. Da ist nix. Ah. Hey, doch ein Hexenherz. Auch schnell. Ich habe das halt ewig lang her. Damals, als ich noch Let's Plays gemacht habe, habe ich ja Bayonetta 2 schon mal gespielt, vor ewigen Zeiten, und da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht so genau umgeguckt. Ich habe halt so die Story gespielt und halt irgendwie durch. Jetzt merke ich erstmal, wie viel ich da verpasst habe, wie viel hier einfach noch so zu sammeln ist. Gesetze der Natur. Egal wie viel Wohlstand und vor uns Fortschritt bringen mag und egal welche scheinbare Weltordnung auf unserer Kultur begründet liegt, wir werden die Gesetze der Natur nie gänzlich überwinden können. Vor 500 Jahren ereignete sich eine gewaltige Katastrophe, die den Bewohnern Noatuns aufs neue Furcht vor der Naturgewalten lehrte. Eine riesige Flutwelle soll fast die ganze Stadt verschluckt haben. Was die Flutwelle auslöste, bleibt ein Rätsel. Manche spekulieren, dass ein Unterwasser-Vulkanausbruch Schuld an der Katastrophe war. Doch was auch immer sie tatsächlich verursachte, die Wahrheit darüber wurde mitsamt den Trümmern der Stadt auf den Meeresgrund gespült. Betrachtet man heute die ruhige See, erscheint einem die Geschichte unvorstellbar, aber anscheinend bildeten sich nach der Flut in der Bucht Wasserstrudel, die Menschen wie Schiffe mit sich in die Tiefe rissen. Oh man, the place to be. So, wir haben hier. Ich rüste die einfach mal auf. Ich mach das einfach. Ich weiß nicht, wie viel man da kriegt. Ja. Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Der junge Kopf. Man muss das machen, wenn Gegner in der Nähe sind. Ibuprofen? Bitte? Bier? Nicht.力をどこで習ったの?魔女の力でも賢者の力でもないよね。敵かもしれない奴に手の内を明かせるかよ。ただどうやら俺の力はその場所に刻まれた時の記憶を呼び起こせるようだぜ。どうやら?あ、いや、それ以上は言えねえな。時の記憶。 何を見てるんだ? さあ、行くわよ。
Party okay. So, gibt's hier noch irgendwas? Immer mal so ein bisschen backtracken, ne? Gut. Übel. Okay, links und rechts vorbei geht nicht. Gut, wir haben einen coolen Engelbogen. Engelsbogen. Mal gucken, was wir damit jetzt erschießen dürfen. Cool. Noch sind die einfach, das wird auch noch schlimmer. Der Pfad der Auserwählten. Während meiner Recherchen in der Stadtbibliothek habe ich versteckt hinter verstaubten Wälzern ein altes Wandgemälde entdeckt. Es zeigt den heiligen Berg Fimbulvetere oder einen Pfad, der zu seinem Gipfel führte. Der Weg führte von einer rampenähnlichen Struktur im Zentrum Noatuns über die Basilika durch die Kathedrale der Kaskaden zum Gipfel. Ist das Gemälde authentisch? So bestätigt es, dass es einmal einen Weg gab, der die Stadt direkt mit dem Gipfel verband. Die Skulptur selbst ist jedoch nur noch ein Schatten ihrer einzigen Pracht. Dieser Fund stellt allein noch nichts Weltbewegendes dar, ganz anders aber das nächste Wandgemälde, das ich entdeckte. Auf ihm sind Menschen abgebildet, die an der Skulptur emporlaufen. Ich dachte schon, die frische Seeluft wäre mir zu Kopf gestiegen, doch die Szene auf dem Gemälde ist eindeutig. Menschen laufen in einer Art Parade senkrecht die Skulptur hinauf. Sind das die Auserwählten, von denen mir der Alte erzählte? Diejenigen, die auf dem geheimnisvollen Pfad wandeln können, der zum Gipfel des Fimbulwetter führt, auf dem Gott auf sie wartet? Who knows? Who knows? Wir werden es nie erfahren. Na doch, werden wir. So. Schwing. Alter. Kann ich aufsteigen? Reiten. Lol. Alter, wie gut. Ist ja witzig. Mal so ein Grundrauschen. Ein neuer Song. Wo? Was? Rausche ich irgendwie oder so? Ist das für euch auch zu hören? Warte mal. Okay, jetzt ist ganz komisch. Okay, also bei euch ist irgendwie von mir mikrotechnisch kein Problem.
Weil das sieht hier auf OBS irgendwie seltsam aus. So als ob ich da so ein Grundrauschen hätte. Hey, Loot. Noch mehr Loot. Aber die Hintergrundstrahlung aus. Was? Oh Gott, wir kriegen wieder ein kaltes Buffet an Items, ey. Das ist nicht gut. Wilhelm Tell Overtüre. Oho. Och, nö. Mal langsam hier. Viel zu viel Schaden. Verdammt. Aber immer noch Platin. Na gut. Können wir irgendwie mit leben. Hier ist nichts weiter, ne? Nur eine neue Waffe gekriegt. Ja, nur. Ich hätte wirklich mehr erwartet. Neue Waffe. Na, mal gucken, was das Schönes ist. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, Schrotflinten. Ja, schon cool. Otto, so ist so ein Tenshi-Nota. Ja. 全くお前も人使いが荒いぜ。だが実は俺もこいつが楽しみでな。人間界でなまった体にはちょうどいい運動になる。いや、a whole lot of fun。それじゃあ向こうでたっぷり楽しんでくるぜ。チェムル。テレ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 テテテ。先何千年も閉じ込められるなんて聞いたら連中が抵抗するのも無理はねえか。まあこいつはこれでも愚痴を言うこともできねえがな。あに、カフカ。そのアルタナティブバージョンとカフカ？ねえ。で、今もう一本棒。So, mal angewöhnen. Halt die Klappe da oben. Muss mal angewöhnen zwischen den. Kann nicht an den Beinen eingesetzt werden. Okay, wenn jetzt da. Lass mich das mal ausprobieren. Das Ding sieht übel hässlich aus. Das A-Set mache ich die Schwert, auf dem B-Set lasse ich Kafka. Kafka der Käfer. Guten Tag. Junge, was geht? Oh, kommt mal wieder Stress auf mich zu. Ich sehe das doch.
Ja, gut. Ja, war jetzt. Ist witzig mit dem Ding, muss man zugeben. Okay, aber für... Immer drauf. Bestrafen. Wer darf jetzt kommen? It's a frog. Von mir aus. Wieder so ein Ding. Guck mal, was diesmal ansteht. Einzigen Combo. Okay. Okay. Hauptsache hat funktioniert, ne? Wie gut das jetzt war, das haben wir mal dahingestellt. Für eine Goldmedaille hat es gereicht. Runter. Guten Tag. Gibt es irgendwas anderes? Da drüben oder so? Ne, fahre ich nur wieder runter, ne? Gut. Ach du Scheiße. Okay, Kapitel durch. Ja, Mensch, mal wieder. Ey, Goldmedaille. Also Goldtrophäe. Nice.
Eine Verskarte, also vor dem Hexenkleid. Jetzt zu suchen eine Verskarte. Dieser Spezialkarte hat ein Level im Hexenklimax frei. Okay. Von mir aus. Ja, ich würde sagen, machen wir vorher den Cut. Weil ich morgen noch relativ früh aufstehe. Kann ich irgendwie. Speichert wahrscheinlich automatisch, ne? Wobei ich konnte ja Spielstände einstellen, deswegen bitte immer darauf speichern. Klar. Ja, für heute war's das. Guck mal gerade, ist der Max noch an? Der Max ist noch an. Der Laborik spielt ein bisschen Civilization. Wie? Ja, ich stehe morgen ein bisschen früher auf. Morgen machen wir noch einen Stream. Aber für heute war es das. Ich weiß, es ist Wochenende. Zugabe, ja, am Arsch. Wir machen morgen. So. Wir gehen noch rüber zu Laborix. Den könnt ihr mal grüßen. Der spielt ein bisschen Civilization. Aber von mir war es das heute. Also heute nicht. Also nachher. Später. So gegen 11, 12 oder so. Machen wir nochmal ein Streamchen. Da schauen wir vielleicht noch ein paar mehr Kapitel. Mal gucken. Vielen Dank fürs dabei sein. Nochmal in der Abwesenheit vielleicht. Vielen Dank an Michi für seinen Raid und an Arno für seinen Resub. Und generell an alle, die hier waren und hier geblieben sind. Bis morgen. Haut rein!